Wir als die Ahmadiyya Muslimgemeinde in Berlin haben zurzeit keine Moschee gehabt und dementsprechend ist natürlich für uns eine eigene Moschee zu haben etwas sehr Schönes. Gerade weil wir über die letzten 10, 20 Jahre ein Familienhaus als Gebetsstätte benutzen mussten, ist natürlich eine eigene Moschee und gerade hier in Berlin Pankow als erste Moschee Ostdeutschlands eine sehr schöne Sache. Es gibt eine Islamphobie in Deutschland, es gibt eine berechtigte teilweise auch. In vielen islamischen Ländern gibt es keine Religionsfreiheit, keine Meinungsfreiheit, darüber beschweren sich viele Christen auch zu Recht. Aber wir stehen für einen Islam, also der dafür kämpft, dass der Islam eben für Religionsfreiheit steht, für Meinungsfreiheit steht, für Religionsfreiheit ganz besonders steht. Und wir haben also die Erfahrung gemacht, dass das die Menschen auch ganz schnell merken. Ich glaube, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus darf man nicht weichen. Die haben ein Recht hier zu bauen und das soll so sein. Ich glaube auch, der Punkt ist erreicht, wo die Öffentlichkeit heute noch mal hingucken wird, aber danach wird sich das Leben normalisieren und ich bin da recht zuversichtlich, dass sich auch die Heinersdorfer daran gewöhnen werden, dass sich die Welt weiterentwickelt. Nichts gegen die Moschee an sich, ich habe auch türkische Freunde, ja. Aber ich sage es immer so, wenn man in einem anderen Land ist, sollte man sich auch dem Land entsprechend benehmen. Und ich denke mal, damit haben hier viele Probleme. Nicht so sehr gut, da wir in der Türkei keine Kirchen bauen dürfen. Das ist mein Problem.